Moin, moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Kampagne. Ja, wir können jetzt erstmal hier wieder eine Bodeninvasion durchführen. Go. Ja, mach mal. Okay. Das war verlustreich. So. Okay, was haben wir hier? Okay. Kein Problem, das machen wir mal eben schnell weg. Jupp. Die Rebellen bloß nicht erstarken lassen. Ich brauche auf jeden Fall nämlich erstmal Geld und Bespin ist nun mal eine sehr gute Geldquelle. Ja. Alles klar. Dann hätte ich jetzt ganz gerne erstmal alle Jäger gespawnt. So, sieht jetzt gut aus und dann rücken wir mal vor. Sollte ja auch nur eine Raumstation Stufe 1 sein, nehme ich an. Achso. Raumstation Stufe 2, ja gut. Aber mehr konnte auch nicht sein. Okay. Jo. Der Hangar wird einfach niedergemetzelt. Böllert jetzt mal bitte. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so das Beste sein. Okay. Dann bitte jetzt einmal hier. Die da einmal zerstören. Und ja. Dann den Proton-Torpedo-Werfer. Dann einmal die Turbolaser. Und dann das hier jetzt noch. Und dann ist die Raumstation auch Geschichte. So, okay. So soll's sein. Und dann gehört mir Bespin erstmal. Und ich werde Bespin auch erstmal halten. Okay. Gut, ja. Auf jeden Fall soll jetzt hier jeder mal darauf schießen und jetzt darauf schießen und jetzt darauf schießen. Mensch, komm! Das schafft er. Ja, sehr gut. Und jetzt soll er halt abhauen. So viel kann er auch nicht mehr haben. Ja, ein Jäger oder so. Irgendwas war da noch. Was? Ach, den Broadside-Kreuzer habe ich verloren. Natürlich. So. Okay, dann machen wir jetzt das hier eben noch mal einmal ganz schnell. Ja, dann ist jetzt eben Unit destroyed. So. Dann machen wir das eben einmal. Wie sieht es hier aus? Sehr gut. Dann ja. Sehr gut. Dann hätte ich jetzt hier gerne eine schwere Waffenfabrik. Was? Oh. Ich habe hier gar nichts hingebaut. Das ist gefährlich.
Dann mach das so und so. Dann mach das einmal so. Achso, ja, logisch. Und hier müssen wir auch mal eben kurz eine Mine entfernen. So. Zu Beginn ist halt Geld extrem wichtig. So. Vor allem hier, wo einem am Ende gar nichts gehört. So. Was hat hier Dagobah? Teil mir das mal bitte einmal kurz mit. Okay, verstanden. Das soll also noch nicht angegriffen werden. Gut. Dann rüsten wir hier mal alles einmal auf. Wir haben ja das Geld. Und dann würde ich sagen. Nee. Bespin will ich erstmal saven. Was haben wir hier auf Hoff? Zeig mir das mal. Okay. Achso, ja. Wer ist da stationiert? Ja, Mon Mothma ist da stationiert. Natürlich. Gut. Dann würde ich sagen, belassen wir die Flotte dort und bauen uns hier eine neue Flotte. Okay, dann mal bitte so. 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 Dann gib mir das hier mal. Und dann. Ja, gut. Ja. Bitte lass mal ein bisschen schneller laufen. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Feuerkraft. Oh, das kriegen wir gleich. Hier ist ja fast durch. Und dann. Nice. Okay, dann machen wir so. 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 Okay, dann auf jeden Fall das. Dann brauche ich hier auch noch so eine. Also ja, hier kann ich sowieso nicht mehr bauen. So, dann machen wir einmal das. Eine Menge Produktionsplaneten, bitte. Was haben wir denn jetzt? Noch nicht mehr. Oh, wie wäre es denn, wenn wir hier mal die Raumstation mal komplett aufrüsten? Okay, ich möchte mal wissen, was auf Yabim ist. Okay, da sind die Rebellen. Okay. Ich brauche eine Begleit. Oh. Klar, warum nicht? Dann gib mir jetzt auch noch hier das letzte Tech-Upgrade, eben einmal schnell. So. So.
So. Und eine Raumstation Stufe 5 sollte dann auf jeden Fall erstmal ausreichend Schutz sein dann. Was hat der denn jetzt da? Alles klar. Du machst mir Angst. Ich möchte bitte erstmal das hier machen. Warum sehe ich jetzt diese Flotte? Weiß ich nicht. Okay. So. Okay, Tech Upgrade complete. Ja, okay, also Hoff wird auf jeden Fall mein letztes Ziel werden. Die Executor. Nice. Okay, was haben wir jetzt hier sonst noch? Vorn ist klar. Also ja. Und wer ist das? Revenger. Captain Nida. Hat Feuerkraft auf jeden Fall. Ja, und ich kann zwei Todessterne bauen. Ich werde auf jeden Fall den zweiten bauen. Später. Und ja, ich kann hier auf jeden Fall Executor und so eine Sovereign Class, das ist ja, hat auf jeden Fall einen Laser, womit man einfach instant ein Subsystem einfach zerstören kann. Ja. Gut. Also Bespin ist auf jeden Fall jetzt ausreichend bewacht, würde ich sagen. Du kommst bitte mal nach Fondor. Und geh mal runter. So. Dann machen wir das so und so. Und dann würde ich ganz gerne auch noch hier so einen haben. Und dann haben wir erstmal Party. So. Denn ich möchte gerne eine Front aufbauen. Ja, hier unten sind die Rebellen jetzt festgesetzt. Da kann gar nichts mehr passieren. Hier, Ahsok 3 und Yavin möchte ich mir noch einverleiben. Alles klar. Dann gib mir noch den hier. Und dann hätte ich auch noch ganz gerne den hier. Komm, dann kann ich den hier noch machen. Nee, und den bitte nicht. Ja, das sind normale Sternzerstörer, die sind eigentlich relativ uninteressant. Ich möchte jetzt gerade eigentlich euch nur zeigen, was denn der zweite Todesstern so alles so drauf kann. So drauf hat. So. Gut. Dann ist die Flotte, glaube ich, erstmal wirklich groß genug. Und dann hätte ich ganz gerne ein paar Bodeneinheiten. Dann gib mir bitte den hier einmal. Hätte ich ganz gerne ein paar Artillerie. Dann hier die neuen Einheiten halt, ne? Die Einheiten, die nicht Standard sind.
Und dann hätte ich hier jetzt eben einmal noch ganz gerne das einmal. Alles klar. Altern, ja natürlich, ist klar. Was macht der denn? Zum Glück hat er kaum Jäger. Und die kleinen Schiffe hier sind schnell Futter für die Executor. Executor-Class, Superstar Destroyer, ja, okay. Ja, okay. Bei den ersten könnte ich auch bauen. Nee, mache ich aber nicht. Dann kannst du mir vielleicht hier den hier nochmal geben. Hier kann ich jetzt nur ein Venator bauen, warum auch immer. In der Multiplayer-Kampagne konnte ich zwei verschiedene Arten davon bauen und ich konnte auch zwei Akklamatoren bauen. Zwei Arten von Akklamatoren. Das ist. Okay, verwundert mich etwas. Sagen wir es mal so. Gut, dann hätte ich jetzt eben einmal ganz gerne noch. Ja, dann gib mir noch fünf davon. Was haben wir jetzt hier? Fünf. Fünf AT-ATs habe ich ja schon. Oder? Nee, habe ich noch nicht. Ja gut, dann machen wir das auch nochmal. Okay. Und dann. Was haben wir jetzt hier? Gut, das ist eine Flotte. Dann hätte ich jetzt ganz gerne noch ein, zwei. Nee. Zwei. Dann hiervon. Was? Oh. Einheitenkapazität. Okay, ja. Dann wird es Zeit. Eigentlich möchte ich nicht, dass Coruscant angegriffen werden kann. Und Corellia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Planeten habe ich. Okay. So, okay. Gut. Dann fangen wir mal mit der Zerstörung an. Komplette Zerstörung. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. What do you wish? Du? Alter, ja, ist klar. Lass dich abschießen. Was, was macht er jetzt? Feuert der Todesstern? Order to the Stars 2 to stop firing its super laser. Oh. Ach so. Gut. Boom. Ja, one hit. Station one hit. Bitte. Engines zerstören. Wäre ich sehr für. Jawohl, ich glaube, den einen habe ich noch bekommen. Nein, habe ich nicht. Wow, einen Tatan habe ich verloren. Okay. Dann machen wir jetzt meinen groß angelegten Angriff. So. Okay. Wie groß ist jetzt die Bodenflotte? 34. Das wird ausreichen. Kann ich sehen, was wir auf dem Boden haben? Nein.
Dann hätte ich aber jetzt ganz gerne einmal den hier. Danke. Okay. Ich glaube, das sind Luftabwehr, ne? Also Anti-Luftabwehr, ja, natürlich. Also, ich würde aber sagen, dass wir hier die Folge beenden. Ja, das passt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen!